Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf, der Film. Wir sind... Ach, ich hab's gewusst, dass da irgendwas war. So. Ich wollte da hoch. Egal. Jetzt sind wir unverwundbar wieder, weil wir einen Schnurrbart haben. Denn... Das weiß ich. Was? Noch einer. Was heißt... Halt, was heißt das? Da waren Pfeile. Radusch! Es ergibt keinen... Was zum... Ach, fickt euch doch alle. Ich bin noch hoch genug gesprungen. Dieses Spiel ist so unfair, das ist abartig. Und heul nicht so rum, Patrick, sonst vorsichtig. Das kann nicht sein, ich reg mich gerade über SpongeBob Schwammkopf auf. Hyperspeed! Ja, das ist schön, was jetzt hat hier. Super Mega Killer Hyperspeed Jump! Ey, das... Ach, leckt's mich doch alle. Keine Ahnung, was der... Ob der Pfeil da irgendwas zu bedeuten hat oder nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ihr braucht mir das nicht mal sagen, Leute. Ich werde das Spiel danach eh nie wieder spielen. So. Das weiß ich ja mittlerweile, dass man hier schön so runter muss. Sonst unerwarteterweise eiskalt getötet wird. So. Okay. Endlich ist dieses Scheißlevel vorbei. Oh Mann. New Password. Was? 100 leads down. Danke. Lebenswort. Sehr freundlich. So. Da ist... hä? Ich check jetzt gerade nicht, wieso da ein Checkpoint ist. Okay, gut, was sehe ich denn da schon? Okay, so rüber. Schon irgendwie leicht unfair, findet ihr nicht? Die müssen wir einfach so drauf fallen. Danke. Wahrscheinlich ist da jetzt noch einer? Nein. Und ich bin mir sicher, dahinter muss man springen. Oder auch nicht. Ich hätte es dem Spiel zugetraut, dass da ein Abgrund ist, der mich tötet. So, dann machen wir aber lieber eine doppelte Arschbombe. Denn in diesem Spiel trauen wir alles zu. Und ja, ich traue diesem Spiel mittlerweile wirklich alles zu. Komme ich da jetzt wieder hoch? Und jump! Ja, und jump! Okay. Und nun? Was hat mir das jetzt gebracht? Nein. So, dann mal schauen. Ah, ist ein Geheimgang. Was zum Ficken? So.
So. Jetzt rushen wir hier durch. So wie Tim und Struppi. Ich will jetzt runter. Okay. Oh, nicht so schwer. Schon vorbei? Ja, das war ein kurzes Level. Gott sei Dank ist das gut. Ab zu Stage 3. Stop for a bite. Ich muss das sagen, ich habe bis jetzt nicht wirklich den Sinn dieser Stage-Namen verstanden. Warum die Stages so heißen. Warum heißt Deals jetzt Stop for a Bite? Zum Beispiel jetzt halt. Halt. Den wollen wir haben. Ob das jetzt halt für mich Sinn ergibt oder nicht, dass da jetzt halt auf einmal wieder Gras ist, darüber möchte ich bitte keine Auskunft geben. Denn dieses Spiel ergibt für mich null Sinn. Egal. Dragon Ball und Zelda ergeben ja auch nicht wirklich Sinn. Wobei Zelda... Zelda ergibt von meinen ganzen Let's Plays bis jetzt wahrscheinlich am meisten Sinn. Ich hab schon gemeint, jetzt ist das Level schon vorbei. Mei, das wäre schön gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schön das gewesen wäre. Schön. Scheiße. Was? Ich konnte doch auf dich drauf springen. Das ging doch vorher auch. Hab dich mal nicht so, SpongeBob. Nur weil du hässlich bist und keine Freunde hast. Ach, jetzt kommt ein Checkpoint, okay. So. Sind die erstmal alle down? Jetzt kommt ein Leben-Session. Ich freue mich sehr über dieses Leben. Geh weg. Was? Thug, thug. Das ging's doch auch, dass ich aufs drauf gesprungen bin. Mistviech. Thug, thug. Okay. Was zum. Okay. Und zack. Thug, thug. Was ist thug, thug? Ach, das Ende. Alles klar. Darf ich raten, das nächste Level heißt Thug, thug. Kleinen Moment, ich trinke kurz einen Schluck köstlichen Tee, denn den brauche ich bei dem Spiel. Lecker, lecker, lecker. Man Babies. Was zum Teufel? Wo sind wir? Sind wir jetzt in der Bar oder was? Sieht nach einer. Bar oder Kneipe aus oder irgend sowas. Ja, das ist eine Bar. Was? Hat doch noch gewirkt! Das ist mal ein scheiß Besoffen. Ich hasse Besoffen, habe ich das schon mal erwähnt. Das war gestern schon wieder so krass, als ich unterwegs war. Es war herrlich. Wir haben uns gedacht, hey, komm, geh mal hoch. Da ist was los. Das ist eine kleine Party, da gehen wir hin. Sind wir oben, kommen schon die ersten 20 Besoffenen entgegen. Boah. Oh, ihr könnt sich gar nicht vorstellen, was ich da für einen Hals hatte. Weil. Ja, egal.
Ich habe die Zeiten ja schon hinter mir. Ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol mehr. Wenn ich mal was trinke, dann trinke ich ein Bier. Deswegen steht bei mir neben meinem Bett immer ein Tragel Bier. Das meine ich jetzt ernst. Also neben meinem Bett steht wirklich ein Tragel Bier, Warsteiner. Lecker, lecker. Denn ich bin nur mal ein Bierfan und ich trinke nur mal gerne mal am Abend, nach dem Arbeiten, am Feierabend, gerne mal ein Bier. Ja, jetzt sind wir durch dieses Level durchgerusht, das war ja mehr als easy. Und das ist jetzt wieder der Boss oder was, oder? Ja. Dann schauen wir mal. Wack, Tack, Wack. Ein sehr interessanter Name. Was zum Teufel bist denn du? Ihr Leute müsst die... Was? Babyface, Babyhead. Ihr müsst die Babygesichter, Köpfe, Ding ins Kirchen sein. Zeit euch fertig zu machen. Nein, Sir. Sie missverstanden haben. Sie müssen uns missverstehen und uns für andere Babyfaces halten. Yeah. Das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was war denn das jetzt? Das ist doch kein Boss mehr gewesen. Also bitte. Ja, okay. Der Schlüssel. Ich kann nicht glauben, wir haben den Schlüssel zum Burgerwagen wieder. Und da ist der Burgerwagen. Zurück zur Männeraufgabe. Ja, da war ja. Nein! Quiet. So ein billiger Boss, also das ist ja unglaublich. Kann ich mittlerweile was Neues bei dir kaufen? Bla 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 bla, du bist hässlich. Nein, kann ich nicht. Was zum... Ist das Sauge? Oh Mann, hey, der Boss da gerade war, also das war ja... Alter, aber da habe ich jetzt... Wo es mir gerade einfällt, da kann ich doch jetzt gleich mal nachschauen, wie viele Level es denn jetzt gibt. 2, 3, 4, 5, 6 Level. Also ein Drittel habe ich schon vom Spiel. Ray. Weiter geht's. The Long Road. Ach, wieder so ein Scheiß. Kein Problem für mich. Ich verliere die Kontrolle! Ich verliere die Kontrolle! Ich verliere die Kontrolle, Patrick! Okay, zweimal getroffen. Das ist doch schon mal Profi-Bar. Egal, jetzt machen wir mal gescheit. Jetzt machen wir hier mal gescheit. Die Kontrolle! Servuleckung! Okay, jetzt machen wir es echt mal gescheit. Irgendwann wollen wir das Spiel ja auch hinter uns haben. Wenigstens ich. Das ist jetzt gerade bödelöd. Ich muss mich nämlich kratzen. Am Hinterkopf. Ja, die Hälfte vom Level haben wir schon mal. Und nach dem Level kann ich mich kratzen. Das ist schön. Es juckt und juckt, ich muss mich kratzen. Jucken tut es, kratzen muss ich mich. Jucken tut es auch und ich muss mich kratzen. Ich will mich kratzen, es juckt zu sehr. Ich will mich nur kratzen. Warum tut ihr mich nicht kratzen lassen? Ich will mich kratzen. Und es ist so einfach, dieses Spiel, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ja, das war ein einfaches Level. Okay, schön, jetzt kann ich mich kratzen. Ah, ja, you win. Oh yeah. Oh yeah, baby. New password.
Okay. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier in der Wüste. In der zweiten Welt davon, aber die finden wir dann beim nächsten Part heraus von SpongeBob Schwammkopf, der Film. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.